starke Stimmen für ein starkes Land. Der Wahlkampf Endspurt der SPÖ Steiermark unter dem Motto starke Stimmen für ein starkes Land war ein letztes Einstimmen auf die verbleibenden Tage bis zur Nationalratswahl am 29. September. Ob das Thema Arbeit, Ausbildung, Bildung, Gesundheit oder Chancengerechtigkeit ist. Nicht nur den 1500 Besuchern in der Grazer Stadthalle sind diese Themen ein wichtiges Anliegen. Es geht wirklich darum, ob wir weiterhin, was Beschäftigung anbelangt, was die Arbeitslosigkeit, was der jungen Menschen anbelangt, hier wirklich stabile Verhältnisse zu haben, nicht so wie in anderen europäischen Staaten. Fairness, Bildungszugang, Ausbildungszugang für alle jungen Menschen, egal aus welcher sozialen Ecke sie kommen. All die Werthaltungen eben, die Sozialdemokratie seit ihrem Bestehen lebt. Nein, wir haben nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die diese Krise nicht verursacht haben. Wir haben nicht in deren Rechte eingegriffen, sondern wir haben die Kraft des Landes mobilisiert. Das ist ganz entscheidend bei der Frage, wie kommen wir durch die Krise und wie können wir diese verheerende Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union runterkriegen. Und das ist eine Frage der Fairness in einer Gesellschaft, dass Menschen auch eine Arbeit haben, von der sie leben können. Noch nie wird in Europa die Verteilungsgerechtigkeitsfrage so wichtig gewesen sein und ist sie bereits wie in diesen Zeiten und in den nächsten Jahren. Dazu bedarf es, den Anliegen und Interessen der Steirerinnen und Steirern noch mehr Gehör in Wien zu verschaffen. Ich möchte mich bemühen, auch in der kommenden Gesetzgebungs- und Legislaturperiode für die Steiermark eine starke Stimme in Wien zu sein. Das gelingt deshalb gut, weil ich eine intensive und gute Zusammenarbeit auf der einen Seite mit unserem Landeshauptmann habe, aber darüber hinaus auch einen sehr guten Kontakt zu unserem Bundeskanzler. Das ist eine gute Basis, um auch in Zukunft eine starke Stimme für die Steiermark sein zu können. Auf jede Stimme kommt es an, wer Bundeskanzler die nächsten 5 Jahre ist, wer die Regierung führt und in welche Richtung es geht. Ob es für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas gibt, dass die Beschäftigung im Mittelpunkt steht, die Jugendarbeitslosigkeit gering ist. Das alles wird entschieden am Wahltag. Am 29. September werden die Weichen für die Zukunft Österreichs und somit auch für die Zukunft der Steiermark gestellt.